Der Zielbereich im Goldpreis wieder angekündigt, wieder getroffen. Das macht auf jeden Fall Freude. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Morning Briefing meiner Work-Life-Balance Trading Art, also quasi das Trading für Arbeitnehmer und vielbeschäftigte Selbstständige. Ja, wir hatten wir das letzte Mal oder hier im 5-Minuten-Chart und im H1 ein bisschen herumanalysiert und geschaut, okay, was haben wir für neue Chancen, wo sind die letzten oder wo sind die nächsten Zielbereiche, wie gehen wir weiter vor? Und Schritt 1 der Zielbereiche, der wurde exakt getroffen und das schauen wir uns im Detail an und natürlich auch, wie es jetzt weitergehen soll. Und deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das wird heute wahrscheinlich nicht ganz so lang, das Video, denn es läuft alles relativ entspannt nach Plan. Und das sollten wir uns, wie gesagt, die ganzen Details, die jetzt wichtig sind, angucken. Aber wie immer erst einmal die Risikowarnung. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forex-Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forex-Handel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertrags-, Kurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de/Risikowarnung. Wir fangen gleich mal hier im 5-Minuten-Chart an, obwohl so eine kurze Blende auf den H1 mache ich mal, wie immer aufgenommen, hier alles im MetaTrader 4. Wie er das erste Mal dabei ist hier, ich nutze eine sehr, sehr rudimentäre Software, da das völlig ausreichend ist und alles, was blinkt und leuchtet, mich und die meisten da draußen höchstwahrscheinlich nur ablenkt und völlig unnötig ist. So eine Art Beschäftigungstherapie für die Trader, ja. Okay, im H1 hatten wir gesagt, wir befinden uns ja immer noch in dieser großen Value Area hier. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Zone, vor allem wenn man jetzt im H1 nur tradet oder in höheren Timeframes und in dieser Seitwärtsphase jetzt hier aktiv werden muss. Aber nichtsdestotrotz hat man gesagt, dass wir auf jeden Fall das Potenzial haben, hier in Richtung 1780 Dollar herunter, dass wir quasi wirklich hier in Richtung Alamo-Stellung, in Richtung 89 Retracement runterlaufen und dann schauen, ob wir unser übergeordnetes Long-Ziel wieder angreifen können oder ob es sogar noch ein Stück weiter runter geht. Aber, wie gesagt, im 5-Minuten-Chart, dort hatten wir jetzt auch die letzten Male immer sehr, sehr gute Treffer erzielt und darüber im Vorfeld gesprochen und ja, wie jetzt auch bei dem aktuellen Bereich bei ungefähr 1840 Dollar. Wer sich erinnern kann, in der letzten Analyse sprachen wir noch über diese kleine Fibo-Phase hier. Ich kann auch mal ein bisschen reinzoomen, dass wir das mal im Detail ein bisschen besser erkennen können. Hier hatten wir diese Fibo-Phase, quasi wieder den Anstieg, wieder nur die Korrektur bis zu den 30 Retracements. Und da sage ich ja immer, das ist so wirklich prädestiniert dafür, dass es lediglich eine bullische Übertreibung ist und sich kein wirklicher langfristiger Trend entwickelt und der Kurs dann in sich zusammenbricht. Und da hatten wir darüber gesprochen, wenn wir hier unter die Alamo-Stellung, also unter die 1848,40 Dollar fallen, dann können wir im Zuge der nächsten Erholung das Ganze weiter in Richtung Süden traden und zwar in Richtung der Marke von zunächst 1840 Dollar. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert, beziehungsweise wir hatten ja schon eigentlich davor, müssen wir nochmal sprechen, ich muss noch ein bisschen rauszoomen, wir hatten ja schon diese Übertreibung hier, diese große, und auch da hatte ich ja schon gesagt, wo wir hier oben an der Barriere waren, rund um die 1870 Dollar. Auch hier ist schon die Möglichkeit, bereits short zu gehen. Wer das möchte natürlich, und dann kann man hier in Richtung der 1780 Dollar Marke hinunter erreichen. Aber das hier, wer noch nicht drin war oder vielleicht mal einen kurzfristigen Trade machen wollte, der wurde hier belohnt bei dieser kleinen Fibo-Phase. Und jetzt ist ja der Kurs sogar noch ein Stück weiter gefallen, also in Richtung dieses 233er Retracements. Nicht ganz rangelangt, aber ich meine, die übergeordnete Thematik hier im 5-Minuten-Chart, die ist immer noch bullisch übertrieben und damit short. Und deshalb hat sich an der Sache eigentlich nichts geändert. Ich schmeiß das Ding hier mal heraus und jetzt sprechen wir
darüber, wie es jetzt weitergeht. Aber vorher nochmal der Hinweis drauf. Ich weiß, viele von euch haben schon teilgenommen und konnten sich dort wiederfinden. Der Hinweis auf das kostenfreie Online-Seminar, die Nahrungskette der Handelssignale. Dort habe ich mal versucht, in anderthalb Stunden quasi, das ist ja eine sehr, sehr überschaubare Zeit, euch irgendwie rüberzubringen, welche Indikatoren, welche Analyse-Tools in meinen Augen völlig überflüssig sind, völlig überschätzt und euch eigentlich nur ablenken und wahrscheinlich in die Miesen bringen und welche das genaue Gegenteil sind, ja, also welche in meinen Augen nützlich sind, welche, wir haben auch so ein paar kleine Ausblicke in die jeweiligen Strategien reingebracht, also auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und dann haben wir natürlich noch so eine Nahrungskette erstellt, welche Analyse-Tools und Indikatoren in meinen Augen ganz oben in der Nahrungskette stehen und welche eher ein bisschen weiter runter können, immer noch dazugehören, aber natürlich ein Stück weit runtergehen. Ne? Denkt immer daran, Nahrungskette, die lebt ja davon, dass alle dort ihre Aufgabe haben, ihren Zweck haben und jeder nicht ganz oben an der Nahrungskette, aber jeder ist doch für irgendetwas nützlich und das schauen wir uns in diesem Online-Seminar an. Die Nahrungskette der Handelssignale. Der Link, den findet ihr in der Videobeschreibung, wie gesagt, ist kostenlos. Viel Spaß dabei. Gut, wie gesagt, die große Übertreibung hier, die, wann war das, hier, rund um den 18.01. entstanden ist, die ist für uns immer noch aktiv und deren erstes Ziel hier in Richtung der 1780, ne, hängt es gerade hier, so, in Richtung der 1780-Dollar-Marke, wir erinnern uns, rund um das 89er Retracement hier im Stundenchart und die letzte kleine Mini-Value-Error, die wir hier sehen vom Volumen her. Dort wollen wir hin und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Engagiert man sich jetzt gleich? Wartet man noch, bis es aufgeht? Nun ja, die Möglichkeiten sind hier natürlich vielfältig, aber wir brechen es mal auf zwei Möglichkeiten herunter. Zum einen, wir sind natürlich massiv short, auch immer noch im Kontext der jüngst gebrochenen bullischen Fibo-Phase, also das heißt, man hätte die Möglichkeit hier in Richtung dieser Range, also in Richtung 1855 Dollar nochmal zu warten, dass sich der Kurs hier erholt und sich dann erst in Richtung Süden zu engagieren oder man sagt sich, ich denke diese Dynamik, diese bearische Dynamik, die ist so, so massiv, dass ich mich jetzt bereits jetzt hier in Richtung 1780 Dollar engagieren möchte, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ne? Wir können uns in diesem Zusammenhang auch gern einmal das Volume anschauen und gucken, wo dort gewisse Barrieren sind. Ne, wir sehen hier, der Kurs, ich kann gar nicht so weit rauszoomen, der Kurs hier, diese aktuellen Bewegungen, die haben sich alle hier zwischen dem Unterstützungsbereich, knapp unter dieser kleineren Value Area und dem, wo sehen wir es hier, und dem unteren Bereich der großen Value Area abgespielt. Na, also quasi dieses klassische Unterstützungs knapp unter der Value Area bis Widerstand knapp unter der Value Area abgespielt. Also ein bisschen hin und her gehüpft. Und wo sind jetzt mögliche Barrieren? Also zum einen natürlich hier unser Point of Control. Das heißt hier der Bereich, was ich schon gesagt habe, also ungefähr 1854, 1855 Dollar. Das ist natürlich ein schöner Widerstand, beziehungsweise knapp darüber hier dieses übliche Hochspiken über die Value Area bei ungefähr 1857 Dollar. Das ist nochmal, da könnte man quasi das CRV ein bisschen straffen in Richtung, wenn wir dann die 1780 Dollar angehen. Und ansonsten, wie gesagt, ja, viel sieht man hier nicht. Also wir haben jetzt hier keine Runnery Gap Zones oder das ist hier alles ziemlich seitwärts. Also wir sehen das ja auch im gesamten Kursverlauf, was wir hier für Auf- und Abwärtsschwünge haben. Das spielt sich alles einfach in diesem Bereich ab. Also wir können hier momentan einfach nicht mit super knappen Stops arbeiten. In meinen Augen, das ist verschenkte Liebesmühe. Ich glaube, da verschenkt man einfach unheimlich viel Geld, wenn man hier ständig versucht, hin und her zu traden innerhalb dieser, sagen wir mal, riesigen Value Area, also mit kurzen Stops meine ich. Da wird man ständig rausgeholt und da ärgert man sich bloß. Am Ende hat man dort so viel Verlust gemacht, obwohl man hätte eigentlich bloß mal abwarten müssen, ja, mit einem Trade. So, und das können wir uns jetzt auch nochmal angucken hier in Verbindung mit dem Fibo, also von dieser gesamten Aufwärtsphase hier. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht durcheinander mit den ganzen Fibos. Aber wie gesagt, hier links das Fibo, weise ich mal lieber darauf hin, ist von dieser Fibo-Phase und das kleine Fibo hier, das ist von dieser kleineren.
Und das, was wir jetzt hier in der Mitte eingezeichnet haben, das ist quasi von dieser gesamten Aufwärtsphase. Und da sehen wir schon, ne, das ist hier von der gesamten Aufwärtsphase, dass wir jetzt hier momentan rund um den Äquator herumdümpeln, also rund um das 55er bzw. 61,8er Retracement. Problem dabei, das sieht hier nicht nach wirklicher Stabilisierung aus, punktgenau an so einem Retracement, was dafür spricht, auch dafür spricht, dass wir noch einmal weiter herunterfallen. Und da wäre beispielsweise so die erste Etappe die Marke von 1800 und 10 Dollar ungefähr. Das könnte ich mir vorstellen, so als ersten Abwärtsschwung. Ob das jetzt gleich passiert, wie gesagt, oder ob der Kurs sich nochmal ein Stück weit erholt hier in Richtung 1855 bzw. knapp darüber 1857, 1858 Dollar, das werden wir noch sehen. Aber wir können ja mal noch abschließend die Pivotpunkte mit einfügen und da sehen wir schon die heutige bearische Begrenzung in Anführungsstrichen, also der heutige Daily S3, quasi so der letzte Support bei den Pivot Points, wo man sagt, wenn er bis dorthin geht, würde ich an dem Tag nicht nochmal Short gehen. Der fällt hier genau auf unsere Alamo-Stellung von der gesamten Aufwärtsbewegung. Also das macht durchaus Sinn, dass wir nochmal hier in diesem Bereich fallen. Aber wenn wir dann eben einmal dort unten sind, dann wird es sicherlich wenig Sinn machen, sich dann nochmal frisch hier unten in dem Bereich Short zu positionieren. Dann würde ich dann auch eher die nächste Aufwärtsphase abwarten. So, also das war letztendlich alles, was ich sagt schon. Zum Thema Abwärtsphase, zum Thema Short, sagen kann. Viel mehr ist hier eigentlich nicht zu definieren. Das ist recht überschaubar. Es hat sich ja jetzt nicht großartig was verändert. Und deshalb sollte es jetzt hier weitergehen. Sollten wir doch hier weiter hochbrechen in Richtung der 1875 Dollar, also dort drüber gehen irgendwie, ja, dann besprechen wir uns nochmal. Das würden wir ja dann sehen. Diese Möglichkeit besteht ja theoretisch, solange wir hier die Marke von 1806 Dollar nicht nachhaltig durchbrochen haben. Aber ja, in meinen Augen spricht jetzt vieles weiter für diesen weiteren Shortverlauf. In diesem Sinne nochmal der Hinweis auf die Nahrungskette Handelssignale. Wie gesagt, der Link für das kostenfreie Online-Seminar, 1,5 Stunden geht's, den findet ihr in der Videobeschreibung und ich wünsche euch, wie den anderen auch schon, die bereits teilgenommen haben, viel Spaß dabei und nehmt den ganzen Content mit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine erfolgreiche restliche Handelswoche. Wir hören uns im nächsten Morning Briefing wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss, euer Peter.